Der nächste Halt ist Neckarsulm. Der Aufstieg dort in Fahrrichtung. Herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns das Kraftwerk Heilbronn an. Es ist ein Steinkohlekraftwerk, betrieben von der ENBW, Energie Baden-Württemberg, und bestand insgesamt aus 7 Kraftwerkblöcken. Blöcke 3 und 4 mit einer Leistung von ca. 200 Megawatt wurden 1997 in Kaltreserve genommen. Ja, und die elektrische Leistung der 3 noch betriebsbereiten Blöcke 5, 6 und 7 beträgt 1028 Megawatt. Und ja, am 31. März diesen Jahres, 2020, werden die Blöcke 5 und 6 mit insgesamt 52 Megawatt endgültig stillgelegt, sodass dann nur noch Block 7 mit einer Leistung von 778 Megawatt verbleibt. Die Anlage befindet sich im Industriegebiet von Heilbronn, am nördlichen Ende des Kanalhafens, und über den Neckar wird das benötigte Kühlwasser entnommen. Ja, gleichzeitig erfolgt eine Anlieferung von täglich bis zu 8000 Tonnen Steinkohle per Binnenschiff über den Neckar oder mit der Eisenbahn über die Hafenbahn. Ein separat stehendes Sammelschienenkraftwerk aus den 1920er Jahren, das in den 1950er Jahren stillgelegt wurde, wird jetzt seit 1998 schon als Veranstaltungszentrum Block E genutzt. Ich war am 1. August letzten Jahres, habe ich das Kraftwerk mal näher besucht. Ich habe es immer nur aus der Entfernung gesehen, wenn dann mit dem Auto nur ganz kurz vorbeigefahren, und ich war schon damals, ich war schon immer fasziniert von der Größe und auch von der Energie und von der Kraft, wo das Kraftwerk ausstrahlt. Also es hat mich immer irgendwie fasziniert. Mich faszinieren Kraftwerke sowieso. Komischerweise Kohlekraftwerke mehr wie jetzt Atomkraftwerke, wobei die auch interessant sind, aber dieses Kraftwerk mit den 2 Schornsteinen und in diesem imposanten Kühlturm, der hier vor sich hindampft, ich weiß auch nichts. Also es hat eine besondere ästhetische Wirkung auf mich. Natürlich im Zuge von Umweltproblemen und Klimaschutz, Klimawandel, hört sich das natürlich paradox an, wenn man sagt, ich finde so ein Kraftwerk interessant. Aber bei mir ist rein ein technisches und auch ästhetisches Interesse. Ich bin kein Unterstützer von klimafeindlicher Technologie und bin natürlich auch dafür, oder natürlich positiv nehme ich das auf, wenn irgendwann die Kohleenergie und die Kohlekraftwerke abgeschaltet sind. Ich würde es schade finden, so ein Bauwerk dann dem Erdboden gleich zu machen, weil, wie gesagt, es steckt sehr viel Technik drin, sehr viel Material, und ja, es wäre irgendwo schade, aber der Zahn der Zeit nagt an uns allen, muss immer irgendwie weitergehen. Aber ich würde es toll finden, wenn dieses Kraftwerk als Veranstaltungsort oder als Museum oder was auch immer genutzt werden würde. Was damit weiter geschieht nach der endgültigen Stilllegung, weiß man jetzt nichts. Also ich habe jetzt jedenfalls nichts rausgefunden. Noch ein paar technische Daten, wenn wir jetzt schon beim Klimaschutz sind. Der CO2-Ausstoß des Kraftwerks betrug nach Angaben des WWF im Jahr 2006 4,4 Millionen Tonnen im Jahr. Und ja, somit gehört das Kraftwerk Heilbronn
damit zu den 30 Kohlekraftwerken mit den leider größten absoluten CO2-Ausstoß überhaupt in Deutschland. Es gab Pläne für Erweiterungen. Also im September 2006 gab die EnBW bekannt, ihre konventionellen Kraftwerkspark erweitern zu wollen. Im Gespräch waren die Standorte Karlsruhe und Heilbronn. Die EnBW entschied sich für die Erweiterung des Kraftwerks Karlsruhe. Als Grund wurde die schwierige Versorgung der Heilbronner Anlage mit Kraftwerksgas genannt. Was ich hier übrigens vortrage, das habe ich recherchiert, unter anderem von Wikipedia bzw. von der Homepage und Webseite von der EnBW. Und was wir hier sehen, sind Filme, also habe ich selbst gefilmt. So bin ich jetzt am nächsten ans Kraftwerk gekommen, von der anderen Seite, also nicht von der Neckarseite, weil da ist ja logischerweise das Wasser. Diese Straße, wo ich jetzt da entlang gehe, das ist eine öffentliche Straße, es ist jetzt kein gesperrtes Gebiet. Aber näher bin ich nicht angekommen. Ein absolutes Highlight für mich wäre natürlich, das Kraftwerk mal von innen zu sehen. Es gehört leider nicht zu den Kraftwerken, wo die EnBW Führungen und Besichtigungen anbietet. Aber vielleicht ergibt sich mal was, wo ich zumindest ein anderes Kraftwerk betrachten kann. Ja, ich möchte jetzt nicht so stark auf die Schadstoffe und Treibhausgase-Emissionen eingehen. Das kann man alles noch nachlesen. Natürlich, so ein Kraftwerk hat mehr Kritiker wie jetzt Fans oder Befürworter. Kritiker bemängeln am Kraftwerk Heilbronn, das wir jetzt hier gerade sehen, zum Beispiel die hohen Emissionen an Stickoxiden, Schwefeloxiden, Quecksilber und Feinstaub und viele krebserregende Substanzen wie Blei, Cadmium, Nickel und so weiter. Aber Energieerzeugung dieser Art ist nun mal nicht umweltverträglich. Ja. Es steht in seinen CO2-Emissionen im Zuge des Klimawandels bei vielen Umweltverbänden in Kritik. Und finde ich schade, ja, was heißt finde ich schade? Es macht halt das, wofür es gebaut ist, Energie erzeugen, Energie aus fossilen Brennstoffen, und die belasten nun mal die Umwelt. Das ist nun mal so. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn in Zukunft so etwas nicht alternative Energie erzeugen. Das sieht man das halt auch wieder kritisch bei Windrädern. Windräder gibt es auch Kritik, dass die negativen Einfluss auf die Umwelt und auf die Tierwelt haben. Solarzellen, die Herstellung von Solarzellen ist nicht gerade umweltfreundlich. Also es wird nie gänzlich ohne Belastung für die Umwelt gehen. Befürchte ich jedenfalls. Natürlich hofft man das Beste. Das Beste ist immer noch der vielversprechendste für die Zukunft ist immer noch die Kernfusion. Die Kernkraft ist ironischerweise oder paradoxerweise für das Klima selbst am wenigsten schädlich, aber der Atommüll und das Strahlenrisiko, wo damit verbunden ist, das ist natürlich enorm. Das lässt sich mit den Emissionen von Schadstoffen und Treibhausgasen, jetzt zum Beispiel von einem Kohlekraftwerk, jetzt nicht vergleichen. Also das Klima geht zwar kaputt und man hat verschmutzte Luft, aber man hat jetzt keine radioaktive Strahlung. Also kann man sich aussuchen, an was man krank werden will, aber radioaktive Strahlung ist noch ein bisschen gefährlicher, würde ich sagen. Ja. Es ist, das ist jetzt meine Lieblingsszene
Also so als Gänse, es ist ein Symbol für, also für mich jedenfalls, für technischen Fortschritt. Es strahlt nicht nur jetzt real, sondern auch irgendwo, wie kann man sagen, nicht individuell. Ja, vergleichsweise Energie aus. Und ich gucke mir es immer wieder gern an, wenn ich in Heilbronn oder beziehungsweise in Neckarsulm bin oder da durchfahre. Ja, und ich freue mich, würde mich freuen, es wieder zu besuchen, in Anführungszeichen, wieder zu besuchen und wieder Bilder vielleicht zu einer anderen Tageszeit oder Jahreszeit davon zu machen. Das war's. Ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, danke fürs Interesse.